Erledigt ist Folgendes. Die Idee, dass dieses große, schöne und reiche Land für die Freiheit und das Wohlergehen jedes einzelnen Individuums da ist. Es ist das Individuum, das am Ende ist. Es ist das einzelne, einzigartige menschliche Wesen, das am Ende ist. Jeder von euch, jeder einzelne von euch ist am Ende. Weil das nicht mehr eine Nation von unabhängigen Individuen ist. Es ist eine Nation von über 200 Millionen transistorisierten, deodorisierten, weißer als weißen Stahlgürtel behafteten Leibern, total überflüssig als menschliche Wesen und austauschbar wie eine Batterie vom Auto. Tja, jetzt ist es Zeit zu fragen, ist Entmenschlichung so ein schlechtes Wort? Ob gut oder schlecht, es ist nun mal so. Die ganze Welt wird humanoid, die Geschöpfe sehen wie Menschen aus, sind aber keine. Die ganze Welt wird so, nicht nur wir. Wir sind nur das fortschrittlichste Land, deswegen kommen wir als Erste dahin. Die Völker der ganzen Welt werden massenproduzierte, programmierte, nummerierte, gefühllose Gegenstände. Es war ein absolut vertretbares Argument, das Howard Beale in den darauffolgenden Tagen vorbrachte. Es war aber auch ein sehr deprimierendes, denn niemand war sonderlich daran interessiert zu hören, dass sein Leben völlig wertlos sei. Am Ende der ersten Juniwoche war die Howard Beale-Sendung um einen Punkt gefallen und die Einschaltquote sank auf 48. Zum ersten Mal seit November. Meteo wird Ihnen präsentiert von Rice. Ihnen präsentiert worden von Rice.